Hi, Fußball 2000, nach dem Spiel. Ich habe keinen Bock, hat einer von euch Bock? Schreibt in die Kommentare, was da los war. Ich habe mittlerweile keine Ahnung. Es ist jetzt nach dem Spiel, bitte beachtet das. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir dieses, ja, wir haben ganz gut gespielt und so ein Kram, wir haben uns ein bisschen einlullen lassen die letzten Wochen. Wir haben gegen Bielefeld zu Hause verloren, wir haben jetzt gegen sehr schwache Wolfsburger zu Hause verloren, wir haben mit Glück gegen schwache Stuttgarter gewonnen. Also es ist zumindest ein Trend erkennbar in den letzten Wochen, der mir ehrlich gesagt nicht gefällt. Auch immer wieder diese Aussagen vorm Spiel schon, die du mit der Aufstellung triffst. Wir fahren hier mit 6, 7 defensiv orientierten Spielern nach Stuttgart, spielen zu Hause gegen eine Mannschaft, die unten drin steht, die auch verunsichert ist, was man am Anfang gemerkt hat. Auch wieder mit, ja, keine Ahnung, 7 oder 8 defensiv orientierten Spielern. Das ist meiner Meinung nach zu viel, will ich nicht. Also eine Fünferkette, Leute, wenn Kostic nicht da ist. Vielleicht muss man sich da was überlegen. Weil am Ende hat die Eintracht eine Woche Zeit gehabt, sich auf dieses Spiel, genauso wie stattgefunden hat, vorzubereiten. Keinerlei Überraschung. Das ist Bielaster Kohfeldt-Fußball gewesen, provozierende Wolfsburger, die trotzdem individuelle Klasse haben. Das weiß selbst ich und ich mache doch eigentlich noch nebenher andere Sachen. Okay, nicht so viel, aber trotzdem. Es ist einfach so, schreibt immer in die Kommentare, was eure Analyse von diesem Spiel ist, weil ich habe keine, außer dass ich sehr frustriert bin. Natürlich spielt es eine Rolle, dass es gegen Kohfeldt war, es spielt eine Rolle, dass es gegen Wolfsburg war, aber trotzdem, die anderen Spiele habe ich auch schon genannt, da haben sich ähnliche Dinge abgezeichnet. Ich nerv euch nicht mit der Stürmer-Thematik, aber ich bleib dabei, dann lass Patienz halt von Anfang an spielen. Weil du kannst nicht immer so viel Aufwand betreiben, dass du diese 3 Wuseligen da vorne in Szene setzen kannst. Gerade nicht, da komme ich wieder zu dem, was ich jetzt eingeleitet habe, wenn du eine Woche Zeit hast, gegen Wolfsburg vorzubereiten, dann weißt du, dass John Anthony Brooks 10 Meter groß ist, Lacroix auch ein Bulle ist und kannst nicht probieren, mit diesen dich da durchzuspielen und meiner Meinung nach ein Spiel ohne Torchance zu absolvieren. Das muss analysiert werden und auch nicht so, ja, ich bin ganz ruhig. Nee, jetzt ist ein bisschen vorbei mit Ruhe. Es ist kein Alarmknopf, den ich hier drücke. Aber ein bisschen muss die Ruhe jetzt vorbei sein. Da müssen mal klare Ansagen gemacht werden. Da muss analysiert werden, dass auf der einen oder anderen Position eben sehr, sehr großes Leistungsgefälle ist. Und dann musst du vielleicht mal wieder mit einer mutigen Aufstellung ins Spiel gehen. Vielleicht mal Kostic und Knauf als Flügelzange. Schlechter als heute kann es ja nicht werden. Also, vielleicht besinnst du dich wieder darauf, ein bisschen in den Offensivflow zu kommen, dass du halt pro Spiel 2, 3 Tore kassieren kannst. Warum die heute gefallen sind, wissen wir alle. Soll ich jetzt hier das noch wiederholen? Ich bin froh, dass ich am Montag nicht alleine bin, um dieses Chaos in meinem Kopf zu sortieren, weil ich, liebe Eintracht, muss mit diesem Spiel gegen meinen Special Friend Kohfeldt, gegen meinen Special Verein Wolfsburg 2-0 verloren, da muss ich mich jetzt in den Doppelpass setzen. Mann! Vielen Dank auch. Nee, am Montag hoffe ich, dass ich einigermaßen noch am Leben bin, weil ich muss danach noch zu 93 live, dann machen wir irgendwie Fußball 2000 morgens um 9. Viel Spaß, ich freue mich jetzt schon mit Sonnenbrille da zu sitzen. Und lass dann aber, glaube ich, die anderen das analysieren. Ich bin sehr gespannt, Comeback auf Weide wird stattfinden. Marvin ist da, Reich ist da, da haben wir genug Expertise zusammen. Ja, um das ein bisschen einzuordnen, weil wie gesagt, ich will keinen Alarmknopf drücken, aber ich habe auch gar keinen Bock mehr irgendwie zu sagen, ja, wir haben heute Pech gehabt, gehen wir in eine Elfmetersituation und individuelle Fehler. Ja, häuft sich aber und du kommst nicht durch, du hast das ganze Spiel keine Torchance. Gegen so eine biedere Mannschaft, an die ich jetzt trotzdem mal ganz kurz Grüße ausrichte, keult euch einen drauf, dass ihr mit dem Kader so ein Fußball spielen müsst, damit ihr irgendwie in der Klasse bleibt. Ist nicht ganz gut, natürlich spricht auch ein bisschen der Frust in mir, ich werde das aber genauso in 1, 2 Wochen auch sagen. Ich lehne den VfL Wolfsburg ab, heute habe ich gesehen, warum. Trotzdem, die Eintracht ist selber schuld, auch nicht der Schiedsrichter, der nicht souverän war. Nein, die Eintracht muss analysieren. Warum ist das die letzten Spiele überhaupt erkennbar? Weil da diese Muster wiederholen sich und das kann man jetzt nicht mit individuellen Einzelsituationen in den jeweiligen Spielen mehr erklären, sondern die Eintracht hat sich jetzt im grauen Mittelfeld festgefressen, während andere Mannschaften, mit denen man sich eigentlich hätte messen können, da oben rum machen. Tja, warum das so ist und wie die Eintracht mit Gegenwart, Zukunft diese Balance halten will, Corona, dies, das, versuchen wir am Montag zu analysieren. Ich habe jetzt gar keinen Bock, ich habe schon länger geredet, als ich mir das hätte vorstellen können. Ich weiß gar nicht, was ich am Ende sage, weil normal mit Pam, Pam, Pam. Keine Ahnung. Wow, herzlich willkommen zur Private Session von Fußball 2000. Ach, hallo. Bei richtiger Antwort gibt es ein T-Shirt. Umre, falsche Antwort, müsst ihr leider dieses Gelände verlassen. Hat einer gesehen, wo ich vorhin mein Bier hingestellt habe? Wieso hat sich Weide eigentlich auch bei diesem Elfmeter von Marvin aufgeregt damals? Warum ich mich aufgeregt habe? Weil es der dritte war, der Tor vorbeiflog und ich ihn halt holen musste. Deswegen habe ich mich aufgeregt.
Also Marvin, wann gibst du jetzt eigentlich allen ein Aus?